Moin Leute und willkommen zu meinem ersten YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Blitzen und ja, günstiges Equipment für den Einstieg in die Blitzfotografie. Wir fangen gleich mal an. Ich habe angefangen im letzten Jahr mich mit dem Thema Blitzen mehr zu beschäftigen und habe dann erste Schritte mit diesem Ape-Man hier gemacht. Das ist ein Blitz für ja, 40 Euro war das, glaube ich, damals. Den habe ich online gekauft. Und der ist also wirklich von der Funktion her ausreichend für den Einstieg. Ich kann den im manuellen Modus benutzen. Dann kann ich hier ganz normal eben die Blitzstärke verstellen mit diesen beiden Pfeiltasten. Ich habe einen Multimodus, das heißt so ein Stroboskopblitz. Er blitzt also dann mehrfach hintereinander. Das kann ich auch ganz normal einstellen, wie oft er das tun soll. Und eben da auch wieder die Leistung. Dann kann ich den natürlich im Slave-Betrieb benutzen über einen optischen Trigger. Das heißt, wenn irgendwo ein anderer Blitz auslöst, löst dieser Blitz eben auch aus. Und ich kann auch ganz normal den TTL-Modus verwenden und kann dann über diese Tasten die Blitzstärke regulieren. Das ist wirklich ein für den Einstieg völlig ausreichendes Modell. Kostenpunkt um die 40 Euro. Wie gesagt, völlig ausreichend. Das Einzige, was der hier nicht kann, ist HSS-Blitzen. Das heißt, ich kann damit nicht extrem kurze Verschlusszeiten verwenden und dann gleichzeitig blitzen. Also muss ich mich hier immer an die Blitzsynchronzeit der Kamera halten. Die variiert irgendwo zwischen einer 160stel und einer 200stel oder einer 250stel, je nach Kameramodell und Hersteller. Deshalb da muss ich also darauf achten, ich kann eben nicht diese ganz kurzen Verschlusszeiten wie eine 1000stel, eine 2000stel einstellen und dann eben verwenden. Vorteil hieran ist aber, der Blitz besitzt eben auch den TTL-Modus, das heißt, ich kann wirklich bei meiner Kamera den Modus wählen, den ich gerne möchte, die Einstellungen wählen, die ich gerne möchte und lasse dann alles hinsichtlich der Belichtung vom Blitz automatisch durchführen. Ich verwende den eigentlich nie im TTL-Modus, ich verwende den immer im manuellen Modus. Die Kamera ist eh im manuellen Modus und ich kann dann die Belichtung natürlich im manuellen Modus deutlich präziser einstellen und habe dann eben die volle Kontrolle darüber, was mir im TTL-Modus eben nicht möglich ist. So wie er jetzt hier ist, kann ich den Blitz nur direkt auf die Kamera setzen, dass ich ihn einfach hier drauf schiebe und dann habe ich ihn eben, ich kann dann ganz normal gegen die Decke blitzen, der hat hier so einen rotierenden Kopf, dann kann ich ihn gegen die Wand setzen oder was auch immer damit machen. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehen möchte und ich möchte den nicht auf der Kamera verwenden, dann brauche ich eine Funkstrecke, um entfesselt Blitzen zu ermöglichen. Ich bin hingegangen und habe mir diese Neua Funkstrecke gekauft. Die kostet, glaube ich, auch 20 Euro irgendwo im Onlinehandel. FC16 steht da jetzt drauf. Und damit kann ich den Blitz dann wirklich von der Kamera entfernt auch auslösen. Dann kommt eben dieser Auslöser, dieser Sender kommt auf die Kamera, dieser Empfänger kommt unter den Blitz und dann kann ich ganz normal, wenn ich das jetzt mal einschalte, hier auch, dann kann ich ganz normal eben damit den Blitz betätigen. Und das würde dann eben im Normalfall die Auslösefunktion der Kamera übernehmen. Das wäre so der einfachste und günstigste Weg im Prinzip in das entfesselte Blitzen. Da kostet mich das ganze System dann Blitz und Funkstrecke ungefähr 60 Euro. Das würde ich auch jedem Einsteiger empfehlen. Mehr braucht es eigentlich nicht, um erstmal zu gucken, ja, was kann ich mit so einem Blitz und so einer Funkstrecke überhaupt anstellen? Und was ist entfesseltes Blitzen überhaupt und was kann man damit für Effekte erzielen? Was man hierbei beachten muss, das ist wirklich eine Funkstrecke, die hat nur einen Kontaktpunkt unten. Das ist jetzt
die für Canon, ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede gibt, der hat eben wirklich nur diesen einen Kontaktpunkt hier. Und das heißt, der kann nur auflösen. Also der überträgt keinerlei Daten, keinerlei Kameradaten. Sobald ich die Funkstrecke verwende, muss ich im manuellen Modus arbeiten. Das heißt, ich stelle die Blitzstärke am Blitzgerät selber ein, so wie ich sie für meine Belichtung eben benötige. Und dann kann ich ja schauen, im Zweifel muss ich dann eben an der Kamera die Werte so anpassen, dass das dann wieder passt. Oder aber ich muss dann eben zum Blitzgerät hingehen und dann eben nachjustieren. Das ist so der Nachteil an diesem System. Ich kann wirklich nur auslösen. Ich habe hier aber auch eben noch die Möglichkeit, hier verschiedene Blitzgeräte anzusteuern. Eben, wenn ich verschiedene von diesen Empfängereinheiten habe, dann kann ich hier regeln, welche ausgelöst werden sollen. Ja, an sich ist das ein ganz nettes System für den Einstieg, weil es einfach super erschwinglich ist. Ne? Also mit 20 Euro ja, kann man da wirklich nicht meckern. Ja, ich habe hier noch so einen alten Nissin i40 stehen, also aus den Tagen der Sony A7 II. Wirklich ganz spartanische Bedienung, aber auch ganz simpel mit den zwei Rädern. Hier kann ich dann eben, der hat auch TTL, entweder die Belichtungskorrektur oder aber im manuellen Modus dann eben die Blitzstärke einstellen. Mehr kann der nicht, den habe ich hier eigentlich nur noch stehen, weil ich den manchmal eben auch über den optischen Trigger dann eben auslöse. Und dann habe ich den irgendwo stehen als Auffälllicht oder sonst was gegen die Decke oder so, je nach Bedarf. Aber der ist, ja, ich weiß gar nicht, wie teuer der ist, also auch nicht sonderlich teuer. Ja, ist aber auch von der Leistung her nicht sonderlich stark. Ne? Da ist jetzt hier noch so ein Joghurtbecher irgendwie drauf, den kann man abmachen und dann hat man hier noch so einen Reflektor, das haben die anderen auch. Ja, also nichts Weltbewegendes. Wenn man sich dann ein bisschen steigern möchte und auch HSS haben möchte, dann muss man zu einem größeren, teureren Modell greifen. Ich habe mich hier für den Godox entschieden, das ist also der Godox TT685. C in meinem Fall jetzt für Canon, den gibt es aber auch für Fuji, für Nikon, für Olympus, glaube ich, und für alle gängigen Systeme. Und der Vorteil bei diesem Gerät ist eben, erstmal hat er noch ein bisschen mehr Power als dieser günstige Apeman hier und dann verfügt er über die Möglichkeit des HSS-Betriebs. Das heißt, hier kann ich wirklich mit einer 2000stel Sekunde den Blitz ganz normal verwenden, wobei man beachten muss, im HSS-Betrieb habe ich natürlich nicht die volle Leistung zur Verfügung, die ich jetzt zum Beispiel im Einzelblitzmodus eben zur Verfügung habe. Ansonsten ist er jetzt vom Interface auch sehr simpel zu bedienen. Ich kann hier ganz normal über das Rädchen, ich bin jetzt im manuellen Modus, im Funkmodus allerdings. Da wird gleich interessant, wenn wir diesen Funkauslöser von Godox noch mal näher betrachten, kann ich hier ganz normal die Belichtung korrigieren und einstellen, wie ich das gerne hätte. Ich kann hier durch die verschiedenen Modi durch, das ist der Multimodus, dann haben wir den ETTL-Modus, also auch der Blitz ist voll automatisch auf der Kamera oder aber auch eben dann entfesselt nutzbar. Da komme ich gleich noch drauf. Ansonsten haben wir eben den manuellen Modus und dann können wir hier ganz normal die Blitzstärke regulieren. Wir können den Zoom regulieren, sehen wir hier oben. Der geht auch von 24 mm und da müssen wir mal gucken, der geht hoch, sogar bis 200 mm jetzt. Kann ich dann hier auch mehr oder weniger stufenlos, ach der hat sogar 20 mm, also den kann ich dann ganz normal auch einstellen, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich natürlich auch noch diese Weitwinkelscheibe hier, die kann ich so rausziehen. Da habe ich diesen Reflektor und dann bin ich quasi im 14 mm Modus mit dieser Weitwinkelscheibe davor. Ja, das kann ich dann hier oben wieder versenken. Das ist ganz praktisch, aber das ist Standard. Das hat auch der Apeman jetzt hier. Das ist jetzt nichts großartig Weltbewegendes. Ansonsten ist das aber ein Gerät, wo ich sagen würde, also jeder, der ein bisschen mehr Leistung braucht,
und der auch HSS machen möchte, ist mit so einem Godox hier relativ gut aufgestellt. Der hat auch den TTL-Modus, wenn man also wirklich sagt, ich möchte gar nichts einstellen, ich möchte alles der Kamera und auch dem Blitz zum Beispiel überlassen, dann kann ich hier vollautomatisch arbeiten und habe dann eine ordentliche Belichtung. Schöner ist es natürlich, ich verwende den hier auch nur im manuellen Modus eigentlich, um dann eben immer selbst die volle Kontrolle über die Belichtung zu haben. Der große Vorteil bei diesem Godox-Blitz ist, der hat eine eingebaute Funkstrecke und da kommt dann dieser Funkauslöser ins Spiel. In meinem Fall ist das jetzt hier der X-Pro C für Canon und der kommt dann im Prinzip hier oben auf die Kamera drauf und dann kann ich alle Einstellungen von der Kamera aus tätigen und ich kann den eben ganz normal auch jetzt hier auslösen über den Funkauslöser und das ist eben der große Vorteil. Ich habe hier hinten ein schönes großes Display drauf und kann jetzt hier die Einstellungen verändern und sehe dann gleich auf meinem Blitz auch, was sich da verändert hat im Prinzip. Das heißt, ich muss nicht wie bei dem System von Neua jetzt immer zum Blitz laufen, um irgendwelche Korrekturen vorzunehmen, sondern ich kann das hier ganz einfach mit diesem Funkauslöser tun und kann quasi hier dann die Blitzstärke einstellen. Ich kann den Modus verändern. Ich kann den Zoom verändern, also wie gesagt, das ist eigentlich eine ganz nette Lösung und damit ja, kann man auf jeden Fall meines Erachtens dann schon einiges mehr machen nochmal als mit dem Aidman-System, insbesondere eben, weil der auch HSS kann. Das System liegt jetzt ungefähr ja, bei roundabout, ich weiß gar nicht, mit dem Auslöser zusammen immer noch unter 200 Euro. Ich glaube, der Blitz hier liegt ungefähr bei 100, 110, 120 Euro oder so. Dafür kriegt man ein ordentliches Blitzgerät mit eigentlich allen Features, die man so benötigt und auch ordentlich Leistung. Dieser Funkauslöser, ich weiß das gar nicht, 40 bis 50 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber tatsächlich lohnt sich der. Also der lohnt sich wirklich. Die Bedienung ist hervorragend tatsächlich. Und das große Display hier mit beleuchteter Anzeige. Man sieht da also wirklich alle Daten, die man braucht, alle Werte sofort im Blick. Und damit kann man hervorragend dann arbeiten. Gerade wenn man den Blitz irgendwo auf dem Stativ im Raum hat, womöglich noch weit oben. Oder eine Softbox noch davor und man kommt da nicht mehr so gut dran, dann ist das wirklich eine feine Sache, wenn man hiermit seine ganzen Werte kurz verändern kann. Und das geht eben mit dem Neua-System nicht. Das war für mich im Prinzip neben der HSS-Funktion der Hauptgrund, jetzt in das größere Godox-System zu investieren. Ansonsten, ja, spielt es eigentlich nicht eine wirklich große Rolle, wenn man jetzt kein HSS benötigt. Reicht dieser kleine hier völlig aus. Wie gesagt, mehr als 40 Euro würde ich da auch für den Anfang gar nicht unbedingt in die Hand nehmen. Da kann man also hiermit wunderbar sehen, was kann man so machen mit so einem Blitz. Ne? Auch der reicht ja schon, wenn ich den auf die Kamera drauf stecke, ist das ja schon ausreichend. Dann habe ich ja schon die Möglichkeit, den gegen die Decke zu setzen oder aber auch gegen eine Wand. Und wenn ich das dann noch kombiniere mit so einer Funkstrecke, die jetzt zwar nur im manuellen Modus funktioniert und auch keine Daten überträgt, aber damit habe ich schon mal einen wirklich guten Einstieg in die Blitzfotografie und kann damit einiges machen. Und ich würde sagen, das soll es dann auch gewesen sein für den Überblick über mein System. Ich verwende jetzt hauptsächlich den Godox und wenn ich einen zweiten Blitz benötige, dann kommt der Aidman über den optischen Trigger dazu. Das funktioniert also auch ganz gut. Ich kann das noch mal einmal kurz zeigen. Dann gehen wir eben hier in den Slave-Modus rein und wir verwenden hier dann eben ganz normal den Godox. Und wenn ich den jetzt hier auslöse, dann blitzt also auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt richtig gesehen hat, ich mache es noch mal. Dann blitzt auf jeden Fall auch der Aidman mit. Der wird dann quasi optisch ausgelöst und ich kann dann eben gucken, welche Blitzstärke ich haben möchte. Das muss ich dann alles manuell einstellen.
Aber so lernt man natürlich auch mehr. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, kauft euch so ein Einsteigergerät. Wenn man TTL dazu bekommt für 40 Euro, gibt es keinen Grund, TTL nicht mitzunehmen. Die Möglichkeiten, das mal eben schnell zu benutzen, gerade wenn es schnell gehen muss, ist TTL doch wirklich eine Erleichterung. Ich habe den auf der Kamera oder aber irgendwo im Raum verteilt dann und nutze dann eben TTL. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, bei sich wechselnden Lichtbedingungen, dann kann ich vielleicht oder in der Schnelle dann eben nicht jederzeit die Belichtung checken und nochmal gucken, was muss ich jetzt nach oben oder unten korrigieren. Da ist TTL schon ideal für. Wie gesagt, da würde ich also sowas in der Art kaufen. Das gibt es von verschiedenen Herstellern. Apeman weiß ich jetzt nicht, aber da muss man mal irgendwie online gucken. 40, 50 Euro. Ich weiß, ein Freund von mir hat jetzt gerade eingekauft. Auch so ein Einsteigermodell. Ich glaube auch um die 40, 50 Euro hat der bezahlt. Auch mit TTL dann dazu. Ja, das wäre so der Überblick über mein System. Und in den nächsten Videos zeige ich euch dann mal, was ich so mit diesem kleinen Gerät hier schon mache und auch mit der Funkstrecke von Neuer zum Beispiel, wie wir die dann eben entfesselt benutzen und was man da im Bereich Porträt und Sport dann so alles anstellen kann. Wir fangen dann auch damit an, dass wir wirklich mal mit diesem System arbeiten, wo es dann also wirklich nicht viel kostet, in die Blitzfotografie einzusteigen. Und dann werden wir auch den Godox mal verwenden, insbesondere wenn es da mal ums Thema Sport geht, werden wir da mal mitarbeiten. Ja, das wäre es, glaube ich, soweit. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich für den einen oder anderen und hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass man sich mal nochmal klar macht, was möchte ich, was brauche ich. Brauche ich unbedingt HSS für den Einstieg? Brauche ich ein komplexeres Funksystem oder reicht vielleicht auch das Einfache? Wie gesagt, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und für den einen oder anderen auch nützlich. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.